Hallo, ich erzähle was über Sivekos. Ich bin der David, ich komme aus Köln und ja, bin seit knapp 15 Jahren bei Joomla mit dabei. Das hieß damals noch Mambo, wenn das noch der ein oder andere kennt, damals früher, als das Internet aus Holz war. Ich habe das gebraucht, weil mein jüngerer Bruder Fußball gespielt hat, Amateurfußball. Und der Trainer hat seinerzeit nach einer Möglichkeit gefragt, wie die Mannschaftswebsite, die ich betreut habe, dass er da auch selber die Ergebnisse einspielen kann. Und dann habe ich mal gegoogelt, Webseite selber pflegen. Da kam halt dieses Mambo. Ich weiß nicht, ob WordPress vor 15 Jahren schon WordPress hieß oder ob das noch B2 war oder wie das damals hieß. Keine Ahnung, da bin ich nicht genug bewandert drin. Ich weiß, es gab Typo 3 seinerzeit schon, Contao gab es noch nicht. Drupal steckt noch in den Kinderschuhen, also es ist echt lange her. Mambo und Xoops, das war damals der heiße Scheiß, wenn das noch jemand was sagt. Hab im Joomla-Projekt die ein oder andere Rolle über die Jahre mal gehabt. Aktuell meine hier relevanteste Rolle ist, dass ich das Joomla Security Team leite. Es gibt bei uns das geflügelte Wort, wenn ich laufe, schalte besser deine Webseite ab. If you see me running, switch off your website. Das ist halt ist eine sehr dankbare Rolle, weil man mich immer dann wahrnimmt, wenn die Scheiße den Ventilator getroffen hat, wie das im Englischen so schön heißt. Das Joomla Security Team, zumindest in der aktuellen Zusammensetzung, fast komplett sieht man hier auf dem Bild. Man sieht sofort, dass wir ein sehr diverses Team sind. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir hauptsächlich aus privilegierten weißen Männern bestehen, die aus der westlichen Welt kommen oder so. Nein, 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 nein. Sehr divers. Wir arbeiten dran. Mal gucken, vielleicht wird das was. Ich habe neben meiner Rolle bei Joomla auch mal das ein oder andere zu anderen Systemen beigetragen. Ich bin zum Beispiel Drupal Core Contributor, weil ich da mal einen Security Bug gemeldet habe. Und ich glaube, es gibt auch irgendwo ein WordPress Issue, den ich mal gemeldet hatte. Ja, war nicht so geplant, aber hat sich so ergeben. Aber grundsätzlich komme ich in Frieden. Ich bin nicht hier, um darüber zu reden, dass Joomla ein deutlich besseres System ist als WordPress, sondern wir wollen über was anderes reden, nämlich Sivekos. Da bin ich sowohl als Entwickler mit dran beteiligt, als auch ja, als Evangelist, wie das Neudeutsch heißen würde, turne also über die Events und erzähle davon. Sivekos ist eine sehr griffige Abkürzung für einen sehr griffigen Namen. Sivekos steht nämlich für sichere Webseiten und Content-Management-Systeme. Wir hatten in der Planungsphase den, wie ich persönlich finde, viel besseren Arbeitstitel hackfrei, weil es die Nachfolge, das Nachfolgeprojekt, also der Eco-Verband, der da mit drin hat, auch die Initiative Botfrei, hackfrei, das wäre halt ein Familie gewesen. Und außerdem hätte man aus hackfrei eine richtig coole Kampagne machen können. Mit hackfrei, auch für Veganer geeignet. Also, ich hätte es besser gefunden. Jetzt ist es leider Sivekos geworden. Da macht man nichts dran. Ihr werdet lernen, was es tut, aber viel wichtiger ist eigentlich zu erzählen, wie es dazu kam. Das finde ich immer im Source-Kontext nämlich deutlich relevanter. Dafür machen wir eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2012, wo dieses absolut unerkennbare Foto entstand. Ich kann mal Licht ausmachen. Besser, ne? Sieht man immer noch nichts drauf, aber man bekommt die Idee. Das Foto ist entstanden auf dem Stand der Firma Mittwald. Sehr tolle Jungs sind hier um die Ecke, geht mal hin. Die hatten seinerzeit einen Stand auf der CeBIT und in weiser Voraussicht haben sie antizipiert, dass sich für irgendeinen Stand von irgendeinem Hoster mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand interessieren würde, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Also hatten sie einen gedanklichen Geniestreich. Sie haben nämlich gesagt, wisst ihr was? Wir laden Menschen ein, für die sich Menschen interessieren, zum Beispiel Vertreter der großen Open Source CMS. Die stellen wir bei uns auf dem Stand mit ihrem Logo, den kriegen die kostenlos. Und wir machen nur eine Bedingung hinten dran. Jedes Mal, wenn jemand nach Hosting fragt, müssen die Leute sagen, geht mal zum Mittwald und auf das große Logo zeigen. So ist dieser Stand 2012 zustande gekommen. Wir waren mit fünf Systemen da, Drupal, WordPress, Typo, Joomla und ich glaube Magento war mit bei. Das sind dann auch Vertreter hier entsprechend. Der Robert Windisch, den kennt ihr wahrscheinlich. Inzwischen noch die Hälfte von dem, wie er da ist. Aber das ist ja durchaus eine bewundernswerte Entwicklung. Ganz links ist der Hagen von Drupal. Ben ist der ehemalige Community Manager von Typo 3. Der Robin, glaube ich, war, weiß gar nicht, ob der, doch, das müsste Magento dann gewesen sein. Ja, und ich,
Joomla offensichtlich. Die ersten Tage, also dieser erste halbe Tag auf der Messe, war davon geprägt, dass wir als CMS-Systeme versucht haben, uns möglichst gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Also wir haben die Drupaler haben ständig einen mit Drupal-Ballons beworfen. Die Typo-3-Leute haben überall, wo es nur irgendwie ging, ihre Typo-3-Kulis reingesteckt. Wir haben bei den Magento-Leuten, als sie nicht aufgepasst haben, Joomla als Bildschirmhintergrund gesetzt und so Sachen, ne? Was man da halt macht, wenn man konstruktiv zusammenarbeiten möchte. Haben aber dann irgendwann gemerkt, dass das eigentlich ganz charmant ist, mal die Experten der anderen Systeme kennenzulernen. Weil danach googeln und den Wikipedia-Eintrag lesen, ist zwar ganz nett, aber du hast nach dem Wikipedia-Eintrag, wenn man mal ehrlich ist, ja noch überhaupt keine Idee, was das andere System jetzt wirklich gut oder wirklich schlecht macht. Und da triffst du die Leute, die genau das wissen. Und dachten wir, hey, lass das doch, eigentlich ist das ganz cool, das Format, lass das nochmal machen, aber vielleicht ohne Mittwald. Und dann ist die Idee des CMS-Garden entstanden. Der Name kommt daher, dass ein Garten davon lebt, dass ganz viele verschiedene Pflanzen da sind. Erst dann wird er wirklich schön. Ist das nicht toll? Ja, süß, ne? Wir haben dann mit diesen vier Systemen angefangen, dachten, ja, machen wir so einen Stand nächstes Jahr, gucken wir mal. Und wir können ja mal zwei, drei Systeme fragen, ob noch jemand mitmachen will. Und bums, waren wir zu zwölft. Die meisten davon, also die großen, die kennt ihr. Es gibt ein paar kleinere, zum Beispiel Scientific, ich glaube, die sind zu zweit. Java-basierendes System für Universitäten und wissenschaftliche Veröffentlichungen. OpenCMS ist auch Java. Contenido ist PHP, Plone ist Python, Redaxo ist PHP, Papaya ist auch PHP, kommen hier aus Köln. Also es war ein ganz bunter Mix. Und wir haben uns dann dran gesetzt, diesen Stand Realität werden zu lassen. Hat dann auch gut funktioniert. Wir hatten 2013 dann einen verhältnismäßig großen Stand, 90 Quadratmeter oder sowas. Wer Cebit-Messepreise kennt, weiß, dass das ein kleines Vermögen gekostet hat. Ich glaube, 60.000 Euro haben wir seinerzeit für die Veranstaltung insgesamt investiert. Aber es war mega cool. Also wir waren von den beteiligten Systemen weit über 100 Leute, die in ihrer Freizeit da gestanden und Messedienst geschoben haben. Wir hatten über 10.000 Leute am Stand, mal so grob geschätzt, die irgendeine Frage gestellt haben und haben mehr oder weniger die Halle leer gesaugt. Irgendwie hier so hinter unserer Rückwand quasi, also dahinter, war der Stand des Cebit-Partnerlands Polen in diesem Jahr. Und die haben sich irgendwann über uns beschwert bei der Hallenaufsicht, weil bei uns so viel los sei. Sie hätten den starken Verdacht, dass wir irgendwas Illegales tun, irgendwas verschenken oder so, weil sie sich nicht erklären könnten, warum da so viel los ist. Auf dieser Cebit sind drei Dinge passiert. Die eine Geschichte ist, dass wir als Gärtner untereinander die Zeit hatten, die anderen Systeme anzuschauen, von den Experten zu lernen und an den Punkt zu kommen, dass man sagt, ach, eigentlich ist WordPress auch cool. Also das Redakteurerlebnis von WordPress ist extrem simpel und Make Decisions, Not Options als große Philosophie, das hat echt seine Vorteile. Auf der anderen Seite guckt man sich Typo an und denkt, boah, wenn ich morgen Mercedes-Benz als Kunde bekomme, dann mache ich das auf jeden Fall mit Typo, weil diese ganzen Enterprise-Geschichten, da kackt mein System hingegen völlig ab. Oder das, was Scientific für die wissenschaftlichen Sachen machen kann, das kann ich mit den anderen Systemen gar nicht. Man lernt, dass wir Systeme untereinander, wir Communities, keinen Grund haben, uns zu bitchfighten. Wir sind eine große Familie und die Wixes und Jimdos dieser Welt, da ist der Feind, da geht's hin. Und das ist immer mein Lieblingsbild, wenn man sich selber mit den anderen Systemen beschäftigt und weiß, wo die eigenen Stärken sind, kann man auch den Kunden letztlich besser beraten. Denn wer nur ein Werkzeug kennt, wenn ich nur einen Hammer als Werkzeug kenne, sieht auch jedes Problem wie ein Nagel aus. Deswegen so dieses, ja, natürlich kann das mein System, ich kann damit alles machen. Ja, klar kannst du alles mit deinem System machen, aber es ist halt scheiße. Ne? Erkenntnis Nummer eins. Erkenntnis Nummer zwei war, dass die Botschaft, was Open Source alles kann, auch für die Besucher eine wichtige ist. Wir haben auf dieser, da war auch viel kommerzielle, proprietäre Systeme auf der Messe,
den haben wir es gezeigt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und last but not least haben wir etwas gemerkt, was uns vorher nicht so klar war und was auch nicht das Ziel war, nämlich, dass wir als Zusammenschluss im Garden für Industrie und Partner was ganz Spannendes sind, weil wir sind ein Drittel des Internets. Da ist dieser eine Ansprechpartner, der Garden, und da hängt ein Drittel des Internets hinter. Und in der CMS-Welt ist der Anteil noch viel höher. Wir machen ungefähr so 75% aller Seiten laufen mit einem der CMS aus dem Garden. Das macht uns sehr spannend für sehr viele Leute. Viele Leute war in dem Fall zum ersten Mal eine ganze Reihe von Events, die teils von sich aus auf uns zugekommen sind, also eine Internet-World in Stuttgart. Da haben wir nichts für den Stand bezahlt, wir haben auch nichts für den Standbau bezahlt. Die haben gesagt, wir stellen euch alles, bitte kommt. Und so Geschichten. Das Cloudfest als das große Klassentreffen der Hosting-Industrie, auch da, für die sind wir wahnsinnig interessant. Neben dem Teil gab es immer noch was anderes, was schnell aufgefallen ist. Wir sind nämlich ganz spannend für die IT-Security-Industrie, insbesondere im Bereich Web-Security, weil unsere Systeme so ein bisschen das Worst-Case-Szenario der IT-Security, der IT-Industrie überhaupt ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wir haben komplexe Systeme, ja, das ist nicht trivial, so ein CMS. Es ist extrem einfach zu analysieren, ist ja Open Source, kann ich hier reingucken. Und es läuft in der Regel auf einem System, das 24/7 erreichbar ist, performant angebunden und auch sonst einfach eine brauchbare Kiste ist. Und betreut wird das Ganze von ihm hier, zumindest bei der Großteil der Seiten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? So sieht der gängige Joomla-Vereinsnutzer aus. Also vielleicht mit weniger Fell, aber mit einer ähnlichen Kompetenz. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das, in Sachen IT-Security ist das so. Ne? Ich habe das hier liebevoll umschrieben mit, Sie haben eine verhältnismäßig überschaubare Awareness für IT-Security. Und das Ergebnis sieht dann immer so aus. Also wenn es so aussieht, hat man ja noch Glück, weil dann ist es nur ein Defacement. Der blödere Teil ist, wenn die Seite weiterläuft und man im Hintergrund schon Phishing-Seiten hat und Spam-Mails verschickt und Kinderpornos hostet und sowas. Das ist dann blöd, vorsichtig gesagt. Was aber viel relevanter ist, und das, glaube ich, begreifen die wenigsten Nutzer, das ist für den Website-Betreiber dann doof, wenn der Hoster mal für 3 Tage die Seite sperrt. Aber überlegt euch, was da dran hängt. Ja, es geht ja nie um eure Seite, es geht immer um die Maschine dahinter. Da wird eine Phishing-Seite gehostet und dann entsteht eine Bank, ein 6-stelliger Schaden. Da fährt jemand mit eurer Seite eine DDoS-Attacke gegen einen Webshop, der ist 3 Tage platt und hat 1 Million Umsatzverlust. Da wird, was weiß ich, ein Drive-By-Exploit draufgepackt und jemand, der die Webseite aufruft, fängt sich ein Virus ein. Das ist dann leider so eine Ransomware, der die Platte verschlüsselt und dann ist das VW-Werk platt. Das sind Dinge, die denke ich mir nicht aus, das passiert. Ich habe einen sehr lustigen Anruf vom Cybercrime Department des LKA Niedersachsen, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Die hatten da ein Anliegen. Also es ist eine riesige Kette, die da hinten dran hängt. Und das macht uns relevant eigentlich hauptsächlich für 4 Gruppen. Das eine ist so Governmental Entities, so würde ich es jetzt mal nennen. In dem Fall zum Beispiel das BSI, mit dem wir in Kontakt sind. Die haben wir bei der Erstellung einer CMS-Sicherheitsstudie begleitet. Ganz konkret haben wir Szenarios beigesteuert und Wissen beigesteuert, wie das eigentlich in der Realität abläuft. Ne? Was sind reale Websites, was ist reales Hosting und wie sind die Auswirkungen auf so eine Sicherheitsstudie. Wir waren bei der Switch, das ist die DENIC der Schweiz, wenn ihr so wollt, haben da einen Workshop für Hoster gegeben und eines der Hauptergebnisse dieses erschütternden Workshops war, dass der Großteil der Hoster gar nicht weiß, was sie hosten. Deswegen hat der Garden nach diesem Workshop dann ein Kommandozeilentool entwickelt, womit ich als Hoster sagen kann, Websites sind in dem Verzeichnis, scan mal. Und dann kommt eine Liste raus, welches CMS in welcher Version mit welchen Extensions eigentlich in welchem Ordner liegt. Mind blown bei dem einen oder anderen Hoster. Mit dem traurigen Ergebnis, dass alles veraltet ist. Webhoster allgemein, offensichtliche Zielgruppe, ne? Insbesondere die Abuse Departments, also die sich um den Missbrauch kümmern, die sind für uns interessant. Da gibt es immer mal wieder
Rückfragen, wie man ganz bestimmtes Issue solven kann. Und Antiviren-Companies, auch die witzigerweise sind für uns ein interessanter Ansprechpartner, weil wenn es größere Enterprise-Kunden sind, die mit Virenbefall zu kämpfen haben, gehen die AV-Companies oft hin und verfolgen die gesamte Kette des Angriffs zurück. Und da taucht dann auch schon mal ein Angriff auf eine Webseite auf, den wir noch gar nicht kennen. Last but not least, und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, gab es einen Kontakt mit der Initiative S. Die haben wir mal auf einer Messe getroffen. Die haben gesagt, wir machen Seiten sicher, bei uns können Sie Ihre Webseite einreichen, dann ist die sicher oder so. Und wir haben uns das angehört und dachten so, nein, das kann doch nicht funktionieren. Haben uns technisch das angeguckt. Das kennt ihr KlammAV, freier Virenscanner für Linux? Ja, das, was der Name schon vermuten lässt, es ist ein freier Virenscanner für Linux. Und was Initiative S gemacht hat, war Startseite runterladen, gegen KlammAV werfen, gucken, ob Virus, wenn nein, sicher. Das war die etwas vereinfachte Logik dieses Services. Aber was sie extrem gut gemacht haben, war, durch die Weltgeschichte zu laufen und Handwerkern, Fliesenlegern und Vereinswebsite-Betreibern überhaupt mal eine Awareness dafür zu geben, dass ihre Website in Gefahr ist, dass es sowas wie Hacker gibt. Das ist den meisten überhaupt nicht klar. Und selbst wenn sie es wissen, gehen sie ja naiverweise davon aus, dass niemand eine Fliesenleger-Webseite hacken würde, weil was hat man ja davon? Die Initiative S war damals hauptsächlich vom ECO-Verband oder alleine. Ich glaube, das war der ECO-Verband alleine. Ne? Genau, der ECO-Verband, der Verband der deutschen Internetwirtschaft hat das gemacht. Finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Das Wirtschaftsministerium, die haben so eine Kampagne Verbesserung der IT-Sicherheit in der Wirtschaft, so hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen. Als die Initiative S ausgelaufen ist, hat der ECO-Verband nach einem Nachfolgeprojekt und Nachfolgepartnern gesucht und hatte sich erinnert, dass wir so provokant konstruktives Feedback zur Initiative S hatten und man könnte da doch was tun. Und daraus ist die WCOS geworden. Das ist das Nachfolgeprojekt, wenn ihr so wollt. Läuft seit September 2016, finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium unter eben dieser Initiative. Sind vier Projektpartner involviert, der ECO als Dachverband, die Ruhr-Uni Bochum, die haben, ich glaube, so mit Europas führendes Institut für IT-Sicherheit, die steuern da viel Input bei. Die Hackmanit ist eine Ausgründung von der Ruhr-Uni und der CMS-Garden als Community-Zusammenschluss. Verständnisfrage. Ist CMS-Garden ein Unternehmen, eine Initiative, ein Verbund? Rein rechtlich betrachtet ist es ein gemeinnütziger Verein. Ja, wir verstehen uns als Dachorganisation der Open Source CMS in Deutschland, so hätte ich das jetzt mal verkauft. Aber gemeinnützig, unbezahlt, Community halt. Das, was man halt so macht. ECO für uns, das ist die erste Lesson Learned in Sachen Open Source Community. ECO war für uns, genauso wie die Ruhr-Uni eigentlich auch, ein unheimlich wichtiger Partner, weil die kennen sich mit dem Papierkram aus. Wenn ihr als Open Source Community mit eurer Dachorganisation hingeht und sagt, hey, ich hätte mal gern so Sponsor, ich hätte mal gern ein Förderprojekt vom Ministerium XYZ, ihr habt keine Vorstellung von diesem Albtraum an Controlling, Papierkram etc. pp. Sucht euch einen Partner, der das kann. Ihr seid verloren. Und, das ist der zweite Aspekt, wenn man so einen Partner nicht hat, ist es inzwischen quasi unmöglich geworden, da überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu kriegen. Der zweite Punkt, den der ECO übernimmt, und das ist gleichzeitig auch die erste Säule von Sivekos, ist Awareness Building. Wir machen so coole Lehrvideos, wie man Sivekos benutzt. Wir haben eine Reihe Presseartikel inzwischen rausgehauen. Wir touren über so Veranstaltungen wie hier und erklären überhaupt, dass es das Problem gibt. Ihr seid wahrscheinlich nicht unbedingt die klassische Zielgruppe für Sivekos. Deswegen ist der ECO nicht zuletzt auch mit einer Roadshow bei IHKs, Handwerkskammern, Handwerker, Zusammenschlüssen etc. pp. Unterwegs. Also wirklich mitten in der Provinz. Peter ist manchmal an Orten, da wusste ich gar nicht, dass es die überhaupt gibt, und macht dann eine Stunde Vortrag, was da alles passieren kann.
dass man als Handwerker da ein hohes Risiko hat, überhaupt als Seitenbetreiber. Hier bei der Polizei Köln waren wir mal im Polizeipräsidium, also die verrücktesten Dinge, wo man da überall eingeladen wird. Das ist die erste große Säule von Civicos. Awareness Building, den Leuten das Problem erklären. Die zweite große Säule ist ein Scanning-Tool. Das gibt es auf civicos.de, ist ein gehosteter Service, also kein Gedöns, was ich mir lokal irgendwie laufen lasse. Hängt hauptsächlich mit den technischen Anforderungen zusammen, dass das lokal nicht so ohne weiteres geht. Ihr könnt euch auf civicos.de registrieren oder ihr nutzt den Freescan auf der Startseite. Ich empfehle registrieren, denn dann bekommen wir die notwendige Anzahl Domains zusammen, die wir im Antrag mal versprochen haben. Ihr tragt eure Seiten ein, da gibt es dann so Google Webmaster Tools mäßig so ein Validierungsdingsbums, lade Meta-Tag XY da rein, lade HTML-Datei hoch, dann seid ihr freigeschaltet und bekommt ab dem Moment tägliche Scans mit den Resultaten, die Civicos da produziert. Scans bedeutet ganz konkret, dass wir, habe ich beim letzten Mal vergessen. Ich habe hier noch so einen Scanner, der nicht reingehört. Das sind 5 Scanner. Das sind 5 Scanner, die hinter dieser Oberfläche zusammenlaufen. Wir fangen mal unten an. DOM-XSS ist ein Angriffsszenario, wo es jemand Dritte möglich ist, HTML, JavaScript etc. pp. Scripts in meine Seite einzuschleusen. Die werden dann im Kontext meiner Seite ausgeführt. Das sind immer Sachen, die werden im Bereich der Web-Security gerne so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil, ja, wer sollte das schon machen? Was hat man davon? Die Seite läuft ja dann noch. Wird aber dann ganz schnell ganz spannend, wenn auch der Administrator dieser Seite ab und an mal die Seite besucht. Das soll vorkommen, habe ich gehört. Und dann wird es sehr lustig, denn der Administrator ist hier in der Seite eingeloggt. Heißt, ein JavaScript, das im Browser des Administrators läuft, läuft mit den Rechten des Administrators und kann beliebige Dinge tun. Zum Beispiel über den WordPress-Theme-Editor mal ein bisschen PHP in das Theme reinwerfen und dann hat man eine richtige Remote-Code-Execution, vollen Zugriff auf die Seite mit allem, was dazugehört. Deswegen ist Cross-Site-Scripting leider nicht so ungefährlich, wie immer alle tun. Wir haben einen Scanner für Malware und Phishing. Der tut 2 Dinge. Das eine ist aus der Initiative S quasi entstanden, Klammer V, Startseite nehmen, Code gegenwerfen, das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass dieser Scanner die Domain der Seite gegen eine Vielzahl von Listen prüft. Also Google hat eine eigene Blacklist für gefährliche Seiten. Diverse Antivirenhersteller haben dafür eine Blacklist. Es gibt Blacklists für deinen Mail-Server versendet Spam und all diese Dinge. Und wir holen uns diese Listen runter, schmeißen die Domain dagegen und schauen, ob deine Seite vielleicht schon längst gehackt ist und auffällig geworden ist. Das tut dieser Scanner. Der TLS-Scanner, wer von euch kennt Qualys, SSL Labs? Das ist dieses HTTPS, dieses von Verschlüsselung her, wovon ihr mal gelesen habt, was Google jetzt überall haben will. Das Doofe ist, dass Verschlüsselung ist nicht gleich Verschlüsselung. Das gibt es in verschiedensten Güteklassen und man kann da sehr viel, sehr falsch machen. Heartbleed war dann da mal so ein Stichwort oder die Pudel-Attacke, das sind so die Namen, die da durch die Presse gegangen sind. Und die grundsätzliche Folge ist normalerweise immer, dass die Verbindung aufgeknackt werden kann und dann ist es die Verschlüsselung eben keine Verschlüsselung mehr. Wir prüfen, wenn die Seite HTTPS unterstützt, genau diese Dinge ab. Wir schauen, wie gut ist deine Verschlüsselung. Das ist in der Regel was, da kann ich als Seitenbetreiber sowieso nichts dran ändern. Das ist dann ein Thema für den Hoster, aber schmeißt ihnen dann das Ergebnis rüber und macht Dampf. Also wer beim TLS-Scanner da keine volle Punktzahl bekommt, ist in der Regel auch bei einem Pfosten-Hoster unterwegs, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt da auch noch andere Anbieter für. SSL Labs war da eben mal so einer der bekannteren. Das Schöne an unserem TLS-Scanner ist, dass die Jungs, die zum Beispiel Pudel oder die Robot-Attacke gefunden haben, die Sicherheitsforscher, das sind die Jungs von der Uni Bochum, die genau diesen Scanner machen. Die sitzen an der Quelle und der TLS-Scanner prüft deswegen Dinge, die anderen noch gar nicht kennen. Das ist Punkt 1. Und neue Angriffsszenarien laufen im TLS-Scanner immer als erstes auf. Wir können schon auf Sicherheitslücken prüfen, bevor der Rest der Welt seinen Scanner aktualisiert hat. Das ist ganz charmant.
InfoLeak prüft aktuell, macht ja ein paar relativ überschaubar sinnvolle Checks, so hätte ich das jetzt mal gesagt. Zum ersten werden so Dinge geprüft, wie gibt es eine Klartext-E-Mail-Adresse auf der Startseite? Falls ja, kann es sein, dass jemand die ausliest und dir Spam schickt. Aus offensichtlichen Gründen. Man kann über den Sinn oder Unsinn streiten, wir haben uns darüber gestritten, aber er macht das halt. Da werden auch so Dinge geprüft, wie ist aus dem Quelltext meiner Seite ersichtlich, dass ich ein verwundbares WordPress-Plugin verwende und so Dinge. Das ist aktuell, wenn wir sind ja unter uns, ist der InfoLeak-Scanner noch so das schwächere Glied in der Scannerkette, aber der bekommt demnächst ein großes Upgrade. Und mein ganz persönliches Highlight, weil das niemand kennt, ist der Header-Scanner. Da machen wir gleich noch einen kurzen Exkurs rein, beziehungsweise vielleicht machen wir ihn einfach jetzt, weil dieses Header-Gedöns, das kennt eigentlich kein Mensch. Was haben wir denn? Wir rufen mal diese wkos.de auf. Ja, warte mal. Achso, ihr müsst auch was sehen. Kriegst du meine Passwörter auf dem Screen? Ich mache doch keine Passwörter im Klartext. Ich mache doch Security. So. Es ist 16 Zeichen lang. Glückwunsch. So. Wenn ihr so eine dusselige Seite mal aufmacht, habt ihr ja normalerweise den Head-Bereich vom HTML, ihr habt den Body und was ihr in der Quelltextansicht nicht seht, ist der Head über dem Head. Das sind die Header, die in der HTTP-Verbindung mitgegeben werden. Die normalen Developer-Tools zeigen das dann und das sieht dann zum Beispiel hier so aus. Das sind die Antwort-Kopfzeilen im Firefox. Der Header-Scanner guckt sich diese ganzen Header hier an und wirft dabei vor allen Dingen ein Augenmerk auf diejenigen Header, die sicherheitsrelevant sind. Es gibt nämlich im HTTP-Bereich Header, die nur und speziell dafür da sind, um Angriffe zu verhindern. Wir schauen dabei zum Beispiel auf die XSS Protection. Das ist ein Header, der startet einen Cross-Site-Scripting-Schutz, den jeder Browser mitbringt, aber standardmäßig nicht einschaltet, weil er könnte Seiteneffekte haben. Ist eine simple Technik. Dann gibt es die X-Frame-Options als weiteren Header. Damit kann ich dem Browser mitteilen, ob er meine Seite überhaupt darstellen soll, wenn meine Seite in einem iframe eingebettet wäre. Das ist deswegen spannend, weil man mit iframes Click-Checking-Attacken betreiben kann. Also, jemand zeigt meine Seite, da drüber ist aber ein transparenter Button und wenn ich draufklicke, dann starte ich einen Download oder die Welt geht unter oder sowas. Ne? Das ist Click-Checking und das kann dann nicht funktionieren, wenn meine Seite sich überhaupt nicht in einem iframe einbetten lässt. Und das kann man mit den X-Frame-Options setzen. Es gibt den Header X-Content-Type-Options-No-Sniff. Da muss man noch ein bisschen weiter ausholen. Wenn zum Beispiel ein Bild an den Browser ausgeliefert wird, wird der Webserver eurem Browser sagen, das ist ein JPEG. Oder hier in dem Fall sagt der Webserver, das ist Text-HTML. Das ist der Content-Type. Es gibt Situationen, da kann es passieren, dass der Webserver keinen expliziten Content-Type mitliefert und dann muss der Browser raten, was das sein könnte. Raten ist eine ganz, 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 ganz blöde Situation, weil Browser sich gerne falsch liegen beim Raten. Und dann ist da zum Beispiel etwas, das kommt als Bild. Da hat ein böser Angreifer vorher über den Media Manager ein Bild hochgeladen, was aber eigentlich HTML enthält. Und wenn der Webserver meinem Browser nicht sagt, das ist ein Bild, guckt der einfach in den Code, sieht, oh, guck mal, da steht H1, das wird HTML sein und führt den HTML-Code aus, der da böserweise drin eingebettet ist. Und mit NoSniff kann ich den Browser dazu bringen, dass er dieses Raten nicht tut. Dann wird halt das Bild einfach nicht angezeigt. Kurze Frage. Ja. Hast du einen Tipp dazu, wo diese Dinge erklärt sind? Kommt gleich. Dann gibt es den Strict Transport Security Header. Damit kann ich den Browser dazu bringen, dass er die Seite für einen
festgelegten Zeitraum, in dem Fall, glaube ich, sind das 9 Monate in Sekunden, nur über HTTPS aufruft. Ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel in einem freien WLAN mit vielen anderen Menschen unterwegs ist, die mir so ein irgendwas da in die Verbindung reinwerfen und mich zu einer unverschlüsselten Seite umleiten wollen, um mein Online-Banking auszuspähen oder sowas. Sobald ihr die Seite sivekos.de einmal aufgerufen habt, und werdet ihr in den nächsten 9 Monaten sie nur über HTTPS aufrufen können. Wenn ihr explizit http://// eingeben würdet, schmeißt euch der Browser eine Sicherheitswarnung und sagt, hey, das ist nicht richtig. Das ist Transport Security. Was haben wir noch? Feature Policy, ganz neu, ganz cool. Hiermit könnt ihr bestimmte Funktionalitäten im Browser ausschalten. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass die sivekos.de keinen Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon haben soll. Wäre spannend, wenn es jemand schafft, Chartcode in die Seite einzuspielen, euch per Webcam auszuspionieren. Das wird nicht funktionieren, weil die Webcam-Funktionalität ist serverseitig deaktiviert worden in eurem Browser. Das ist die Feature Policy, ganz neu. Es gibt, was haben wir noch? Feature Policy, dass ein Content Type überhaupt gesetzt ist, das hatten wir eben mal, das wird geprüft. Und last but not least, die Content Security Policy, ist eine Technik, gibt es glaube ich schon 2,5, 3 Jahre. Mega geiles Zeug, weil damit kann ich einem Browser sagen, von welchen Quellen er Dateien ausführen und nachladen darf. Ich sage ihm zum Beispiel standardmäßig für alle Typen von Dateien immer nur von sivekos.de erlauben. Das ist self. JavaScripts hingegen darfst du von dir selber, aber auch von Google.com und von der PIVIC-Installation herunterladen. iFrames von so und so. Ne? Kann man halt alles entsprechend, habe ich gesehen, entsprechend einstellen. Das ist insofern relevant, als dass man gerade bei JavaScript hingehen kann und sagen kann, dass man inline JavaScript verbietet. Also JavaScript, was direkt in der Seite eingebettet ist. Das ist der Killer gegen Cross-Site-Scripting-Attacken. Wird da ein Skript eingeschleust von einem Angreifer, führt der Browser es einfach nicht aus. Ich kann das Kind noch retten, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist. Diese ganzen Header prüft der Header-Scanner. Genau, und das hängt alles hinter diesem Scan-Tool auf sivekos.de. Es gibt sowohl für WordPress als auch für Joomla Plugins, die ihr euch installieren könnt, die 2 Dinge tun. Zum ersten wird damit diese Validierung automatisiert, das mit dem macht da mal ein Meta-Tag rein oder sowas. Das passiert dann automatisch, müsst ihr euch um nichts mehr kümmern. Einfach Plugin installieren, sivekos.de Zugangsdaten eingeben, dann ist die Seite drin. Und ihr bekommt direkt im Backend eurer Seite eine Info darüber, wie euer aktueller Score ist. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Es funktioniert auch ohne die Plugins. All das hinter diesem Dienst, die ganzen Plugins, die Scanner, sogar die Seite mit dem Template, ist alles von euren Steuergeldern bezahlt. Und weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn ihr es bezahlt, es auch euch gehört, haben wir uns innerhalb dieses Partnerverbunds sehr dafür eingesetzt, dass der gesamte Code Open Source ist. Und das ist auch so. Also alles, was im Rahmen von sivekos entwickelt wird, findet ihr auf GitHub. Könnt es weiterverwenden, anders verwenden, ergänzen, wie ihr lustig seid. Das ist die Public Money, Public Code Kampagne der Free Software Foundation. So, ich muss mal gerade hier meine Notizen wieder anmachen, sonst weiß ich nicht, worüber was ich reden soll. Genau das war das. So, jetzt ist so ein Scan-Dienst ja cool. Ne? Eure Seite ist dann 3 Punkte sicherer geworden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, für den Handwerker von nebenan, der ist ja immer noch so. Das wird ihm letztlich wenig helfen. Denn das, was ja im Web wirklich scheppert, das ist, oh, ich habe vergessen, das WordPress-Update einzuspielen. Oh, ich habe das Plugin nicht aktualisiert seit 5 Jahren. Ne? Da taucht dann irgendwann ein Sicherheitsproblem für auf, das Ding wird gehackt und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Diese realen Bedrohungen sind deswegen besonders schlimm oder besonders schwierig, weil zwischen einem Patch für ein kritisches Problem, zum Beispiel das kritische WordPress-Update, wenn das veröffentlicht wird und der Zeitpunkt, wo die ersten automatisierten Angriffe kommen, dieser Zeitrahmen ist klein.
Ihr habt realistisch betrachtet zwischen 6 und 8 Stunden Zeit. Wer das Update nicht binnen 8 Stunden einspielt, ist gehackt. Gab es ein schönes Beispiel aus der Drupal-Community. Die hatten einen kleinen Vorfall, der hieß Drupal-Geddon im Jargon. Und wer da nicht binnen 7 Stunden aktualisiert hat, war gehackt. Wie soll das euer gemeiner Handwerker von nebenan leisten? Wie sollt ihr das leisten? Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub. Oder ihr schlaft. Verrückte Idee. Ich mach das. Und diese Logik hier betrifft alle Systeme. Gibt es keinen Unterschied. Ist überall das Gleiche. Was wir also bräuchten, wäre so jemand hier. Wir brauchen jemanden, der 24/7 verfügbar ist, der versteht, wie wichtig Sicherheitsupdates sind, der sofort reagieren kann und der am besten auch noch irgendwie Zugriff auf diese Seiten hat. Da gibt es naturgemäß eigentlich nur einen, den wir fragen können, das ist der Hoster. Der Hoster hat, das kommt noch erschwerend hinzu, auch noch ein finanzielles Interesse daran, dass die Seiten nicht gehackt werden, denn das kostet uns Support. Also, was können wir den Hostern an die Hand geben, damit die Seiten nicht gehackt werden? Das eine ist, wir schicken ihnen den Patch und sagen, patcht mal alle eure 5 Millionen WordPress-Instanzen, ist egal, wenn davon 3 danach kaputt sind. Aus offensichtlichen Gründen finden die Hoster den Ansatz nicht so cool. Die Alternative ist filtern. Wieso kommen diese Angriffe überhaupt bis zur Webseite durch? Wieso filtern die Hoster das nicht? Gibt es 2 Gründe für. Das erste ist, die Hoster haben Schiss. Ne? Wenn man da mal so eine Regel einpflegt, die man am besten auch noch selber zusammengebastelt hat, mit gefährlichem Halbwissen, weil man die Applikation nicht wirklich kennt, dann hat man so False Positives. Ne? Dann werden Dinge rausgefiltert, die eigentlich völlig in Ordnung sind. Die Seiten gehen kaputt, alle jammern. Das ist das Erste. Dinge gehen kaputt. Und die zweite Geschichte ist, Hoster brauchen zu lange. Wir veröffentlichen den Patch, dann setzt sich am nächsten Morgen jemand beim Hoster hin, guckt sich das mal an, dann wird das intern gebaut, nochmal getestet, von 7 Leuten freigegeben, 48 Stunden später kommt dann die Filterregel, aber dann sind ja sowieso schon alle gehackt seit 40 Stunden, also doof. Deswegen hat CWCOS neben Awareness Building und dem Scanning Tool noch was Drittes, nämlich den, wow, was ist denn hier passiert, den Hoster Service. Der, was? Ja, der Hoster-Service. Was wir hinter den Kulissen machen, ist, dass wir als CMS-Security-Teams, wenn wir so eine Lücke gemeldet bekommen, nicht nur hingehen und einen Patch bauen, sondern wir überlegen uns auch direkt, kann man das nicht irgendwie sinnvoll filtern? Sinnvoll filtern bedeutet, kann man das nicht so filtern, dass nichts Legitimes kaputt geht? In der Regel, fingers crossed, ist das bei den besonders schweren Lücken so, dass man das sinnvoll filtern kann. Und wenn dem so ist, bereiten wir so eine nette E-Mail vor. Da steht dann drin, hey, lieber Hoster, in 2 Tagen kommt ein kritisches Joomla-Update. Stell mal bitte sicher, dass deine Technik-Clowns dann verfügbar sind. Erst die E-Mail als Vorankündigung. Die zweite E-Mail, die dann rausgeht, wenn auch der offizielle Patch rausgeht, also keine Vorab-Info, sondern genau dann, da steht dann drin, hey, das ist die Lücke, da findest du den Code dazu und wenn du es filtern willst, dann mach das hiermit. Das ist jetzt mal so eine Beispielregel für Mod Security als Filtermodul für den Apache. Das Charmante, wenn wir das machen, ist, der Zeiteffekt fällt weg, weil wir kennen es ja schon vorher, wir können die Regeln in Ruhe bauen und wir Security-Teams wissen in der Regel, wie unsere Systeme funktionieren. Wir können wesentlich genauer abschätzen, ob eine bestimmte Filterregel was Legitimes kaputt macht oder nicht. Das haben wir im CWCOS jetzt so ein bisschen formalisiert, gibt jetzt so ein Mailinglisten-Tool und tralala. Es sind ungefähr 150 Hoster, die in der Liste sind von den Empfängern, entweder als direkte Empfänger oder über Verteiler, wie zum Beispiel die Switch, die das einfach für alle Schweizer Hoster empfängt. Die großen sind mit dabei und ansonsten ein paar kleinere Agentur, also kleinere CMS-spezifische Hoster, die wir auf so Community-Events aufgreifen. Das funktioniert ganz gut. Ein schönes Beispiel war die letzte große Joomla-Lücke. Da habe ich den Kram an einen Hoster rübergeschickt, dessen Namen die Quersumme 2 hat. Und in den ersten 24 Stunden hatten die nach dem Patch hatten die 2,4 Millionen Hits
auf diese Filterregel. Also 100.000 Mal pro Stunde wurde versucht, diese Lücke auszunutzen. In den folgenden Tagen steigt es dann noch an, dann kommen erst die Sachen. Dementsprechend funktioniert das leidlich gut und wie man sich vorstellen kann, finden auch die Hoster das eigentlich ganz cool, weil es spart ihnen Arbeitszeit, Geld und weiß ich nicht was. Die großen Systeme sind mit dabei, Drupal ist da so eine kleine Klammer und wir sind ja wieder unter uns, WordPress ist da ehrlich gesagt auch eine kleine Klammer. Bei beiden Teams ist es für mich manchmal etwas schwierig, den Zuständigen dazu zu motivieren, diese Filterregel beizusteuern. Ich arbeite dran. Du bekommst nur die Info, da kommt ein kritisches Sicherheitsupdate. Aber du weißt nicht was. Und diese Info, da kommt ein kritisches Sicherheitsupdate, ist etwas, das zumindest die Joomla und die Drupal-Community, auch die Typo3-Community, die Plone auch, eigentlich alle Communities, bei kritischen Updates gibt es ohnehin einen Vorab-Hinweis, hey, das ist kein normales Update, mach mal vorher ein Backup, kündige, sag deinen Urlaub ab, du solltest da sein. Die wirkliche Info über die Lücke bekommst du erst gleichzeitig mit dem Patch und dann ist die Info über die Lücke sowieso raus. Bringt dir überhaupt keinen zeitlichen Vorteil. Auf die Art und Weise mit der serverseitigen Filterung nehmen wir das schwächste Glied aus der Kette, nämlich unseren behaarten Handwerkerfreund, den wir eben gesehen haben. Es ist dann völlig egal, wann der sein Update einspielt. Das würden wir ihm niemals sagen. Es soll niemand in trügerische Sicherheit wiegen. Die Filterregeln fliegen bei den Hostern auch immer wieder raus in der Regel. Aber es dehnt dieses 8-Stunden-Zeitfenster auf ein 12-Wochen-Zeitfenster aus. Und das ist ein wesentlich realistischerer Zeitraum als die 8 Stunden. Last but not least, ein schönes Zitat von Churchill. Wir CMS-Security-Teams müssen das auch tun. Denn wenn man sich noch mal eben vor Augen führt, was da alles passieren kann, wenn so eine Seite gehackt wird, haben wir eine große Verantwortung dafür, was im Web so alles kaputt gehen kann. Und so dieses Kopf in den Sand, Hauptsache meine Seite funktioniert noch, ist einfach eine Art und Weise, die kann man sich nicht leisten. Dafür ist die Verantwortung zu groß. Um deine Frage zu beantworten mit den Headern, es gibt auf sivekos.de einen Link in der Sidebar zum Sivekos-Wiki. Da sind all diese Header und auch im Scanner selber nochmal sehr ausführlich verlinkt, erklärt. Es gibt Beispiele, wie man das Ganze einbetten kann und so ihr Döns. Weitere Fragen? Jawohl. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, also ich bin kein Programmierer, ja. Ich bin kein Security-Experte. Mhm. Frage für die Aufnahme. Wenn man den Code so wie wir veröffentlicht, ist es dann, macht man es damit Hackern nicht einfacher, Lücken zu finden. So hätte ich das jetzt mal zusammengefasst. Ne? Ja, klar. Aber realistisch betrachtet, und das zeigt auch, wenn du dich mal so im proprietären Softwarebereich ein bisschen umguckst, nur dass der Code closed source ist, bedeutet nicht, dass keiner Lücken findet. Das funktioniert genauso. Es gibt Tools, die werfen auf ein Programm einfach verschiedenste Angriffe drauf und irgendwas davon geht schon durch. Fuzzer nennt sich sowas. Das funktioniert immer. Ich glaube, dass der Open-Source-Ansatz sogar der bessere ist, aus zwei Gründen. Zum ersten erlaubt es viel mehr Menschen, in den Code reinzuschauen und vielleicht, dass da auch mal ein Guter dabei ist, der eine Lücke findet und sie verantwortungsvoll meldet, Responsible Disclosure. Das ist nämlich der Regelfall. Also 99 von 100 Fällen passiert das genau so. Und der zweite Teil ist, wenn du eine proprietäre Closed-Source-Software hast, da taucht eine Lücke auf, bist du darauf angewiesen, dass dieser Hersteller irgendwann einen Patch veröffentlicht. Du kannst es selber nicht patchen. Open-Source-Software, es ist immer egal, was der Hersteller macht. Wenn der nicht patcht, nehme ich mir den Code, patche ihn und bin sicher. Und wenn ich richtig cool bin, stelle ich die gepatchte Variante sogar wieder online. Dann haben andere was davon. Also die Vorteile überwiegen ganz massiv. Wir hatten witzigerweise genau die Diskussion, bevor wir es veröffentlicht haben. Mhm.
Frage für die Aufnahme: Wie real ist die Gefahr für irgend so einen kleinen Seitenbetreiber, dass er wirklich attackiert wird? Wir gucken mal gerade rein. Das da, glaube ich. Nee, eins höher. Ja. Ach Quatsch. So rum. Ah, der hier, genau. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Ich zeige dir jetzt einfach mal ein Access-Log, also ein Zugriffslog auf eine Seite, die ich ehrenamtlich betreibe, nämlich eine Seite von einem Kinder- und Jugendferienlager. Was du siehst, ist hier, Post-XML-RPC, ein Versuch, die Zugangsdaten dieser Seite per Brute Force zu knacken. Das ist eine 0815-PIS-Seite von einem Ferienlager. Und trotzdem laufen da hunderte Angriffe am Tag auf. Wieso? Nicht, weil es um die Seite geht. Niemand interessiert sich für deine geheimen Wirtschaftsdateien. Aber der Webspace, damit kann ich tolle Sachen machen. Den verkaufe ich dann für den Meistbietenden an den Meistbietenden und der verschickt damit Viagra-Spam. Und ich habe $3 verdient. Das ist ein Business. Nichts anderes. Es ist ein finanziell motivierter Akt. Ja. Ja. Oh, gern. Ja, da sind einige, die da mit dabei sind. Ne? Also Ehre, wem Ehre gebührt. Markus zum Beispiel läuft sich die Hackenwund auf irgendwelchen CMS-Events. Die CMS-Security-Leute sowieso. Die Leute von der RUB investieren da auch viel mehr Zeit, als sie müssten. Also ganz viele machen da ganz tolle Arbeit. Ja. Ja. Die Frage war, ob der CMS-Garden mit meinem Nachnamen Jardin etwas zu tun hat. Beide Dinge sind unabhängig voneinander entstanden, aber die Frage höre ich öfter. Ja. Ja. Kannst du bitte noch mal eben erwähnen, die rechtliche Konsequenz für die Website-Betreiber? Ah, ja. Wer kennt die Verkehrssicherungspflicht? Verkehrssicherungspflicht greift, wenn jemand beim Nutzen eines Dienstes von mir, und ein Dienst kann auch der Bürgersteig vor meinem Haus sein, daher kennt ihr das alle, ne? Man muss streuen. Die Verkehrssicherungspflicht greift aber auch bei der Benutzung meiner Website, insbesondere wenn sie wirtschaftlich genutzt wird, also eine Unternehmenswebseite ist. Dann greift meine Verkehrssicherungspflicht, und wenn jemandem durch die Nutzung meiner Seite ein Schaden entsteht, bin ich schadensersatzpflichtig. Das hat eine rechtliche und finanzielle Dimension. Und stellt euch vor, ihr betreibt das Fliesenunternehmen und wegen eurer verseuchten Website gehen bei VW 3 Tage lang die Lichter aus. Dann seid ihr im Arsch, dann könnt ihr den Laden zusperren für den Rest eures Lebens. Und das sind Dinge, die denke ich mir nicht aus, die passieren so. So in etwa? Ja, wenn man sich dann immer anmeldet und auch den Check mal nachvollzieht, öfter mal rein, regelmäßig reinkommt, Sicherheitslücken behebt, seid ihr raus aus dem Markt. Wenn dann noch was passiert, könnt ihr dann nachweisen, hey, ich habe mich da angemeldet, ich schließe die Lücken oder ich gebe das meinem Dienstleister weiter oder meinem Hoster, es wird dann geändert und dann seid ihr raus. Gut, Feierabend. Vielen Dank.